Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Vogel The Hunter Call of the Elch. Der da vor uns läuft. Und noch einer, aber den habe ich mir so schnell nicht mehr drauf bekommen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Boah, ich weiß nicht, ob der Schuss gut war. Ich wollte mal hinterher schießen. Aber ich glaube, der war nix, ey. Ich glaube, ein bisschen weit hinten. Aber da sind sie, die Elche. Und damit in der nächsten Folge. Eine wollen wir genau in die andere Richtung laufen. Lol, eine ganze Bisonherde. Nur ein Schuss. Oder krieg ich keinen drauf, ey. Müsste halt hier einen drauf kriegen. Ja, den haben wir getroffen, aber der war zu hoch. Der war zu hoch. Da unten ziehen sie alle. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finde ich ja den, den ich angeschossen habe. 75%. Haben die alle, ne? Alter. Was ist denn hier los, Leute? Habe ich gar nicht getroffen, glaube ich. Den habe ich, glaube ich, gar nicht getroffen. Dann ist auf jeden Fall einer tot umgefallen. Junge, ich hole erstmal meinen Elch, den ich beim letzten Mal angeschossen habe. Ich sehe schon, wir kommen heute nicht bei der Lodge an. Wie ich das hier sehe. Denn ich habe hier schon wieder ein paar Tiere, die mich überrascht haben. Von allen Ecken und Enden. Ja, also einer liegt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Ich komme mal wieder zurück, ne? Das Problem ist, ich habe halt safe noch mehr angeschossen, aber das kannst du auch nicht erkennen, wie viele davon tot sind, ne? Das kannst du auch nicht erkennen. So. Wir gehen erstmal hier gucken, was der Elch denn sagt, denn der muss ja irgendwo hier auch gewesen sein, laufend. Das muss auf jeden Fall die Fluchtpferde sein von dem. Ja, hier ist nämlich der Schweiß auch. Dann können wir direkt hier den verfolgen. Der wird ein bisschen gegangen sein, denke ich mal. Hat, glaube ich, auch nur einen Lungentreffer, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich den getroffen habe beim letzten Mal. Das, boah, müsste mal überlegen. Aber 25%, also müsste auch gleich dann irgendwann verendet sein. Checken wir mal eben aus hier. 0%. Ah, da liegt er, okay. Dann haben wir den, dann müssen wir da zurück ein bisschen und gucken dann da mal nach. Was da jetzt Sache ist. Ja, da haben wir einen. Ein Lungentreffer, nehmen wir mit. Und dann wieder Abmarsch zurück, würde ich sagen. Denn wir haben auf jeden Fall den einen Elch, haben wir auf jeden Fall, den wir Close Range geschossen haben. Das war ein Lungentreffer. Der sollte nicht allzu weit gekommen sein. Beim zweiten Elch bin ich mir nicht sicher. Den haben wir getroffen, glaube ich, aber der war nicht gut. Ich glaube, das eine Bison haben wir getroffen. Ja, und dann haben wir unten welche getroffen. Ne? Könnte schwierig werden. Ne? Könnte schwierig werden. Das alles zu finden und den Überblick zu behalten. Okay, die ziehen dann auch alle weg. Aber ist doch egal. Wir gucken erstmal, was wir überhaupt finden, ey. Wir gucken erstmal, was wir finden. Wir gucken uns auch die Anschlüsse erstmal an. So, müssen wir ja hier wieder sein in der Region, oder? Ich glaube, der Elch müsste irgendwo hier gewesen sein. Wo war denn der? Wahrscheinlich irgendwo hier am Baum schon. Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ich hätte fast gesagt, dass hier am Baum stand, ehrlich gesagt, der eine Elch. Ich glaube, da an den Bäumen. Ja, keine Schweißpferde so wirklich. Da vorne ist irgendwas. Warte mal. Nee.
auch nur eine Losung. Wo sind denn die? Die ist dann hergelaufen. Irgendwo hier oben, ne? Ja, hier ist ein Anschuss. Oder eine Schweißfeder. Das ist der, den ich oben geschossen habe. Fleischwunde, gerade eben. Ja, das ist der, den ich oben geschossen habe. Das heißt, der Elch müsste aber auch irgendwo sein. Und zwar da. Da vorne ist der Anschuss. Das ist nämlich der Lungentreffer. Den haben wir auf jeden Fall safe. Aber ich glaube, den ich jetzt hier angeschossen habe, den werden wir mal nicht kriegen, weil der wird nicht verenden. Und den brauchen wir uns wenig Gedanken machen. Dann haben wir den Elch hier. Der irgendwo nach hier unten gegangen ist anscheinend. Hier ist auch noch ein Lungentreffer. Das könnte aber tatsächlich der Bison sein, der auch tatsächlich verendet ist. Aber da unten ist auch noch ein Lungentreffer. Habe ich zweimal Lungen getroffen? Da müssen wir dann nochmal nachschauen. Bei dem einen Bison, der da liegt. Ob ich den wirklich zweimal Lunge gegeben habe. Ach, unser Elch ist ja da vorne schon. Okay. Den Elch haben wir da. Aber mit Doppellunge ist der noch so weit gelaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber hier liegt halt auch sonst nichts, ne? Da liegt halt auch sonst nichts. So, hier ist der eine Elch. Der hat auf jeden Fall auch doppelt Lungentreffer gehabt. Den nehmen wir an. Damit haben wir den schon mal gefunden. Dann haben wir hier noch eine Schweißfährte. 75 bis 100%. Aber es ist eine andere als der hier zum Beispiel. Oder wir können ja... Warte mal, wenn wir die hier tracken, tödlicher Treffer. Wo war der andere Lungentreffer? Hier. Ist ein anderer, ne? Ist ein anderer. Da ist auch noch eine Schweißfährte. Das könnte aber die von dem da oben sein. Okay. Da vorne ist ein Elch. Könnte der sein, den vielleicht angeschossen haben. Deshalb bin ich gerade ein bisschen zurückgewichen. Weil wir haben ja noch einen zweiten Elch offen, der ja unten stand, ne? Ob die geschossen haben. Wobei, da waren, glaube ich, noch zwei Elche. Deshalb kann das auch der andere sein. Aber ist auch wieder ein gesunder, ne? Ist auf jeden Fall ein gesunder, aber der hat auf jeden Fall Lungentreffer sitzen. Ja, da sind die Bison, die jetzt richtig ausrasten. Okay, habe ich die Bisons verpackt, glaube ich. Ah, ne, geht wieder. Geht wieder. So. Achso, jetzt hab ich die Elch gespottet, ne? Warte, ich brauch die Dingspferde wieder hier. Da. Lunge. Tödlicher Treffer. Aber wo ist der hingelaufen? Wo ist der hingelaufen? Ich habe halt keine Folgefährte, wa? Ist der nicht nach hier gelaufen? Weiß nicht, vielleicht holen wir uns erstmal den einen Bison da hinten. Dann können wir schon mal die Fährten hier von dem ausschließen. Weil der ist ja auf jeden Fall verendet, ne? Vielleicht ist er da sogar der. Das wäre sogar das Beste. Dann hätten wir nämlich... Ah, guck mal, da liegt auch noch irgendwas. Da liegt auch noch irgendwas in der Büsche. Das ist auch ein Bison, glaube ich, ne? Hätte ich nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich halt auch einer von den Lungentreffern, logischerweise. Was ist das, ein Elch? Das ist ein Elch, ne? Ah, guck, das da oben ist der, den wir gerade Lungen getrackt haben. Das ist ein Elch, aber ist das der, den wir... Der ist so abgehauen gerade, oder? Das ist der, den wir dann unten hatten, ne? Das muss der sein. 33 Meter, der gerade war nicht so close. Das war der, den wir unten hatten. Der war auch der vom Winkel her passt. Okay, da haben wir den auch gefunden. Dann haben wir hier noch das Bison. Das haben wir auch. Das haben wir sogar doppelt getroffen. Das war der, den wir, glaube ich, unten dann getroffen haben, ne? Ah, guck mal, Lebertreffer war es gar nicht mal in die Lunge. Wobei, die Kugel sagt sogar fast Lunge. Den haben wir auch. Da vorne liegt auch noch irgendwas. Auch ein Bison, glaube ich. Auch ein Bison. Ah, jetzt kommen wir langsam hier, ne? Jetzt haben wir schon mal
zumindest zwei Bison gefunden und zwei Elche. Und den dritten Elch, gut, die haben wir gerade da vorne geschossen. Aber ich glaube, das war es dann schon fast, ne? Das hier wird wahrscheinlich der andere Lungentreffer gewesen sein, bis wir das, was als Lungentreffer angezeigt wird. Ich war's, sorry. Hat einen nervösen Finger. Ja, das mit dem anderen Lungentreffer. Wie es aussieht. Dementsprechend. Alter, ich hab doch nur das Scope abgenommen, ey. Warum schießt er denn? Boah, ich hätte jetzt genau Scope, ne? Das wäre krass gewesen. Das wäre krass gewesen. So, war der Elch. Elch, der war hier irgendwo. Alles klar. Da muss ja dann auch die Pferde sein. Ich meine, den haben wir, glaube ich, safe in den Lungen getroffen. Das geht fast gar nicht anders. Ja, was ist da vorne? Ist der Anschluss da? Passt so aus, ne? Sieht zumindest aus wie ein Lungentreffer. Dann wird das vermutlich der Elch sein, den wir irgendwo noch liegen haben. So, wo ist der hingelaufen? Hier, Schweiß. Schweißfährte. Na, wo ist er dann hin? Ist halt hier wieder dreimal im Kreis gelaufen, ne? Die Frage, wo jetzt hier die Fluchtfährte von dem ist. Weil das ist schon ertrabend hier, aber ich sehe hier auch keine. Gott, wo der hier überall rumgelaufen ist, ey. Der war hier überall. Ah, das wird schwierig, den zu finden. Ich komme nicht auf die richtige Fährte von dem. Und haben wir hier. Haben. Gerade eben. Das hat hier dreimal im Kreis gelaufen, ey. Das ist natürlich nicht so gut. Da brauche ich einen Lucky Punch, ehrlich gesagt. Ich sehe aber auch keine Schweißpferde von dem, ne? Egal, ob ich hier rumlaufe, komme ich nicht wieder zu einer Schweißfährte. Ja, von hier ist er gekommen, ey. Ups. Von hier ist er gekommen. Da sind schon die Bison wieder. Ne. Den werden wir nicht kriegen, ey. Ich muss nochmal ganz zurück, glaube ich. Nochmal gucken. Und dann vielleicht einfach die letzte Schweißfährte, die ich gefunden habe, einfach mal geradeaus laufen. Gucken, was da Sache war. Weil alles andere wird fast nicht machbar sein. Aber der kann ja nicht allzu weit gelaufen sein, eigentlich. Ne? Dadurch, dass er. Ich denke mal, schon Lungentreffer sitzen hat. Mal 100 Meter schon. Das wird schwierig. Ich habe noch nicht gemerkt, wohin der gerannt ist, ey. Ja, Bison ist okay. Ach, da sind sie schon wieder. Da sind sie doch schon wieder. Alter! Was hat er? Alter. Junge, der war aber ein bisschen aggro, der Kleine. Der war aber ein bisschen aggro. Er ist so drüber gesammelt, da hat zum Glück einen Lungentreffer dabei. Der hat aber Bock gehabt. Ich rätsel gerade.
Ob das nicht sogar der war, den wir ganz am Anfang angeschossen haben, der oben war. Weil Effizienzbonus 0%, der war relativ schnell tot. Ich meine, 30 Meter, wir haben den auch auf näher als 30 Meter beschossen. Ich glaube, das ist genau der, der uns doch gefehlt hat, den wir da oben nämlich beschossen haben. Oder? Schreib's in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist genau der, ey. Der Schuss, der passt, rennt seitlich. Ich habe jetzt gerade nicht rennt seitlich geschossen. Ich habe einmal, wo der frontal, habe ich so einen Schuss gemacht. Aber der war halt close range. Der erste Schuss, der war richtig close, der war keine 30 Meter. Der zweite Schuss, der, was weiß ich, vielleicht da getroffen habe, war sogar vielleicht der hier. Könnte der gewesen sein, von schräg hinten. Und den dritten habe ich gar nicht getroffen oder so. Ich glaube, das ist der. Lol, da kommt er einfach aus der ganzen Herde kommt genau der zu mir. Das ist aber auch schon ein bisschen glücklich. Was ist das da unten? War das ein Schatten oder war das ein Bison? Und da unten zieht einer, den sehe ich wohl. Mir wäre so, als wenn da im Baum auch noch einer wäre. Hier die kleinen Ganoven. Aber ich will den Elch noch haben, aber ich weiß nicht, wo der hin ist, ey. Abend. Hier ist das Schweißfährte. Da unten ist der Anschuss. Mittlerer Blutungsgrad. Aber in die Richtung war doch nichts. Da komme ich doch her, oder nicht? Da komme ich doch her. Abend. Ich habe halt auch keine Fährte, wo er wirklich läuft, ne? Er wird auch hier noch gelaufen sein. Das sind gerade mal ein paar Meter. Auch trabend. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Kein blassen Schimmer. Na, da müssen wir den aufgeben, ne? Hilft ja halt nichts, ey. So ärgerlich das ist, aber ich weiß halt echt nicht, wo der hingelaufen ist. Und hier oben ist halt auch nichts, ne? Hier oben ist nichts, außer den ganzen Bisonfährten logischerweise. Aber vom Elch ist da nichts zwischen. Hier ist halt wieder Elchpferde, aber halt alles die falsche Richtung, da waren wir ja schon überall. Na, hätte ich gedacht, dass wir den irgendwie auf jeden Fall mit einem easy Schuss durch die Lunge kriegen, aber wenn er keine Pferde hinterlässt, ist halt wieder problematisch, ne? Das ist leider manchmal problematisch, wenn die saulange keine Pferde hinterlassen. Dann will man die manchmal nicht, aber guck mal, wir sind schon wieder 186 Meter weg. Ich meine, das könnte schon noch laufen mit einem Lungentreffer, aber das ist halt jetzt echt hier einfach nur Ostereiersuche, was ich mache. Deshalb lassen wir das mal. Das lassen wir. Dann haben wir den halt nicht bekommen. Dafür haben wir halt den einen Bison bekommen, der da nochmal zu uns hinkam. Das war, glaube ich, schon lucky genug. Auch wenn der Elch jetzt hier leider echt schade ist, aber man will es machen, ne? Wird mir natürlich wieder beim Verwertung in Folge Bonus wieder Keller ziehen, aber kannst du nie ändern. Ich weiß nicht, wohin sein soll.
dann ist es natürlich nicht möglich, den zu finden. Egal. Dann gehen wir weiter. Die Bison sind immer noch vor mir hier. Die springen immer noch rum. Lustig, froh und munter, wie sie sind. Immer gar keine Angst, ne? Die haben auch gar keine Angst. Aber da können wir so eins fangen. Bison kommt zu mir. Schnell unterwegs sind die nicht gerade, ne? Ja, wir müssen eh da in die Richtung. Die sind genauso schnell wie ich, glaube ich, wenn die traben. Vielleicht ein bisschen langsamer, überleg mal, ne? Wenn du dann so eine Bisonspur verfolgst, ne, dann merkst du, dass du kaum rankommst. Jetzt machen sie dann wieder einen Kleinzahn schneller. Na, ich kann die Luft nicht anhalten. Weil ich etwas viel gesprintet bin. Da hinten ist ein Elch, ey. Da hinten ist ein Elch, aber der ist ja safe tot, den wir da haben, aber ich weiß ja nicht wo, deshalb. Ist es auf jeden Fall nicht der. So, 800 Meter, kommen wir heute natürlich nicht mehr an. Aber ja, dafür haben wir heute ein bisschen Action gehabt hier, die uns aufgehalten hat. Auch wenn wir den einen Elch nicht gefunden haben, haben wir trotzdem, glaube ich, ein paar Tiere geschossen. Paar Bison, zwei Elche, glaube ich, die wir erlegen konnten. Und damit würde ich sagen, husten wir erstmal und beenden die heutige Folge hier an der Stelle. Und dann sehen wir tatsächlich zu, dass wir beim nächsten Mal dann zurückkommen. Oh, kommen jetzt alle zu mir, greifen mich an, oder was? Was ist euer Plan? Was ist deren Plan? Ist das der hier, den ich angeschossen habe? Auch nicht aufhören dann, ne? Ich habe mal so ein Bison hab. Auf jeden Fall ist der tot. Auf jeden Fall ist der tot, den wir da erlegt haben. Ist also die Frage, ob das der hier ist, den ich nochmal angeschossen habe, ne? Lol, ein Fuchs. Hau ihn um! Hab ihn! Oder? Leute, ich gehe halt die Tiere einsammeln. Ah, das ist der, tatsächlich. Guck, habe ich doch den richtigen erwischt. Dann nehmen wir den hier noch an. Das hier ist, glaube ich, der von dem anderen Bison, der wir nicht so wirklich getroffen haben. Das hier ist der Fuchs, aber der ist dann, doch, der ist auch tot, ne? Der ist auch tot. Ist das der Elch? Ne, Elch war da unten auch. Ja. Okay, wir machen aber hier Feierabend an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann ein Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.